Tillery ist ein Pokémon mit dem Typ Wasser und existiert seit der zweiten Spielgeneration und bildet zudem die letzte Entwicklungsstufe von Remoraid. Octillery ist ein mittelgroßes, kragenähnliches Pokémon, das rot und gelb auftritt und bis auf die gelben Saugnäpfe ist der Körper rot gefärbt. Anatomisch gesehen sticht sein Kopf besonders hervor, der ist dann von großer und runder Form und durch den Hals mit dem Unterleib verbunden, aus dem die Tentakeln herauswachsen. Aus seinem Kopf selbst sind in einer Reihe drei Saugnäpfe zu erkennen. Die Augen, die das Pokémon stets halb geöffnet hat, setzen sich aus weißer Lederhaut und sehr kleinen, schmalen und schwarzen Pupillen zusammen. An der vorderen Front des Gesichts befindet sich ein zylindrisch geformter Mund und Octillery verfügt über insgesamt 7 Tentakel, die wiederum mit je 2 Saugnäpfen bestückt sind. Die Verteilung der Gliedmaßen ist folgendermaßen. Während vorn 2 lange Hauptorgane zu sehen sind, wachsen hinten 5 etwas kürzere Fangarme. In seiner Shiny-Form ist Octillery dabei dunkelgrün und gelb gefärbt. Octillery nutzt zum Großteil spezielle Attacken. Sein Wassertyp nutzt es für Attacken wie Blubstrahl und Hydropumpe. Ebenfalls hervorzuheben sind Attacken wie Psystrahl, Aurorastrahl und Eisstrahl. Eine mögliche Fähigkeit ist Saugnapf und verhindert den Austausch von Pokémon durch bestimmte Attacken und Items. Die Fähigkeit Superschütze steigert den Schaden von Volltreffern. Und die versteckte Fähigkeit ist Gefühlswippe, wodurch am Ende jeder Runde des Kampfes ein zufälliger Statuswert um 2 Stufen erhöht wird. Dafür wird ein anderer um 1 Stufe gesenkt. Octillery ist in freier Wildbahn selten zu sehen. In Johto ist es auch nur durch Entwicklung oder Tausch zu erhalten. Dafür ist es beispielsweise in wenigen Wasserrouten der Sinnoh-Region zu finden. Beim Beutefang setzt er seine Tentakeln ein und zermalmt seine Beute mit seinem steinharten Kopf. Es verkriecht sich instinktiv in Felshöhlen und wird es müde, raubt es das Versteck eines fremden Octillery. Es lebt in Gesteinsritzen und Löchern auf dem Meeresboden. Dabei entwickelt sich Octillery automatisch auf Level 25 aus dem Fisch-Pokémon Remoraid und wird so zum Octopus. Und mit seinem Typen Wasser nimmt es dabei halben Schaden gegen Feuer-, Wasser-, Eis- und Stahlattacken, doppelten Schaden gegen Pflanzen- und Elektroattacken und der Rest macht normalen Schaden.